Yeah, und da sind wir schon wieder bei Bioshock 1 auf der Suche nach Souchongs Apartment. Was wird nicht funktionieren? Ah, da sagt mal wieder Sender Cohen was. Das war doch der, den wir sogar vor ein paar Parts noch gesehen haben. Das ist der Kunstverrückte mit seinem Meisterwerk. Also, da mussten wir ja 4 Leute töten. Und da steht er auch. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Nebenräume hier noch an. Was es denn in seiner Wohnung noch so zu holen gibt. Mondscheinabsinth. Kühlschrank. Ein Kaffee im Kühlschrank, das ist auch nicht schlecht. Das ist abgeschlossen. Gut, dann gehen wir mal zu ihm. Ach, das ist er gar nicht. Ja. Die bringen sich doch selber aus dem Rhythmus. Okay, das heißt, wir müssen Sander Cohen nun töten. Ich bin Sander Cohen, verflucht nochmal! Okay, Sander Cohen ist böse auf uns. Tut mir leid, mein Lieber, aber... So, dann nehme ich jetzt einfach mal die Armbrust. Lächeln, bitte lächeln! Ja, lächel selber, ich... Und zwar, wenn ich dir einen Brandbolzen in den Arsch schieß. Zack! Hä? Ich habe ihn noch getroffen, was soll denn das? Ach, da ist er. Nein, komm zurück, bitte, komm zurück. Ach Mann, jetzt wäre er schon fast gestorben. So, da ist er jetzt aber getötet worden, ja. Getötet worden, meine ich natürlich. Der schminkt sich aber ganz schön. Die Antipersonenkugeln kann ich leider nicht mehr aufnehmen. Egal. Jetzt hat's kurz geleckt. Was war denn jetzt hier los? Splicer, du stirbst. Und du bist auch schon tot. Eine Waffen-Upgrade-Station steht hier mal wieder. Das heißt, wir machen den Armbrustbolzen, die Armbrustbolzenbruchwahrscheinlichkeit. Die wählen wir hier aus. Bruchwahrscheinlichkeit. Ja, stimmt schon. Ich glaube, ich habe schon richtig vorgelesen. Wir hacken jetzt mal die Kamera mit unserem Auto-Hacker. Nee, da gehen wir jetzt noch nicht rein. Wer ist das? Erstmal will ich den Automaten noch hacken. Dann kaufen wir uns gleich mal Schrot. Die Pistolenkugeln und diese Pistolenkugeln auch. Na, verdammt, ich wollte den Ascher hier durchsuchen. Zigaretten waren drin. Was ist denn hier? Wohnung von Anna Culpepper. Die kenne ich jetzt gar nicht mehr. Also da habe ich echt keine Ahnung mehr. Die Künstlerin. Ein Tagebuch mal wieder. Als das mit der Künstlerin fertig war, ließ ich sie so, wie sie war, im Badezimmer zurück. Ich sah die halbfertig gestrickte Decke neben ihr. Sie war sehr schön. Das war's, Kleiner.
Da ist schon jemand. Den greifen wir jetzt mal von hinten an. Und da ist er jetzt auch schon tot. Mann, das geht ja immer ratzefatz. Also, das ist ja wunderbar. Unsere Kamera hat auch zugeschlagen. Und da sind sie jetzt auch schon tot. Das heißt, es kommen keine Bots mehr. Oder keine Roboter, die fliegenden da, die meine ich. Da hoch gehen wir jetzt leider noch nicht. Die Waffen-Upgrade-Station haben wir ja schon benutzt, das heißt... Ja, wir gehen jetzt mal in diese Wohnung. Da pfeift schon wieder einer wie ein Verrückter. Hör mir zu! Oh, wie ich die hasse, die halten so viel aus. Gut, da habe ich ihm jetzt aber eine in den Kopf verpasst. Schrot und Fontaines menschliche Jukebox. Wir haben all die Jahre geglaubt, dass wir Fortschritte machen. Scannerboxen, Elektroschocks... Was für eine Zeitverschwendung. Bevor es Adam gab, konnte man ein Kind nicht besser abrichten als eine Boa Constrictor. Heute bekommt Su Shong von Fontaine eine Lebensgeschichte geliefert, die in das Gehirn des Kindes eingespeichert wird. Das Kind ist kein Mensch, sondern eine Jukebox, die das spielt, was Fontaine gerade hören will. Ach, das wurde jetzt nochmal erklärt mit den Versuchen, mit der Gedankenkontrolle und alles. Und da ist ein weiteres Tagebuch, das zur Hauptstory gehört, und zwar Mittel gegen Gedankenkontrolle. Fontaine ist in Rapture sozusagen zum schwarzen Mann geworden. Seine Macht beruht auf einem Mythos. Aber hinter seiner Hokuspokus-Fassade steckt ein ganz gewöhnlicher Betrüger. Und wie alle Betrüger hat er Angst, dass sich am Ende der Spieß umdrehen könnte. Deswegen ließ er Charge Nummer 192 entwickeln. Das Gegenmittel zum Mental Control Plasmid. Fontaine hat gesagt, dass ich niemandem davon erzählen soll. Nicht mal Tenenbaum. Und Su Shong wird sich wohl daran halten. Ich wusste doch, dass da etwas faul ist. Immer diese Geheimniskrämerei von Su Shong. Er hat die Charge Nummer 192 bestimmt in seinem Labor beim Apollo Square. Ich habe ihm einmal heimlich eine Probe davon gestohlen und sie in meine Wohnung im zweiten Stock gebracht. Ich wusste nie, für was es bestimmt war. Aber ich dachte mir, wenn dieser Bastard etwas hinter meinem Rücken treibt, muss ich das im Auge behalten. Okay, besorge das Heilmittel, Versuch 192, also 192. Okay, das heißt, wir müssen auch nun zum Apollo Square aufbrechen. Doch vorher töten wir erstmal den Big Daddy hier. So, und dann noch den hier, den hier, den hier, den hier. Und da ist er auch besiegt. Doch, doch. Okay, nächster besiegt. Jetzt gehen wir mal eins nach oben. Okay, hier kommen wir noch nicht rein. Schade auch.
Da hinten war jetzt wieder ein Splicer, der ist uns jetzt aber erstmal egal. Ach, die ist immun dagegen, na toll. Und besiegt. Ah, ein Safe, gut. Den kann man immer mal gebrauchen. Da ist immer was Gutes drin. So, eins nach unten, dann noch eins auf die Seite. Und das hier. Gut. Erfolgreich gehackt. Da sind auch wieder nützliche Sachen dabei. Hier ein totes Dinner. Oder ein Dinner mit Toten, wollte ich eher sagen. Und auch tote Little Sisters. Wo bist du hin? Hier bin ich. Napalm, hier brennt's, das juckt auch kein. Wow, wow, oh, genau reingelaufen. Und das hier, wo ist da irgendwas drin? Ah ja, ist es. Kamera, Film und Eve-Spritze. Und ein Verbandskasten. Toilette benutzen wir mal. Das war doch erfrischend, hier mal seinen Dampf abzulassen. Zack. So, besiegt. Gut, das ging doch eigentlich recht flott und einfach. Oh, schon wieder irgendwo ein Big Daddy, aber wir haben schon alle Little Sisters. So, dann mal schnell an dem Big Daddy hier vorbei. Ja, ich habe jetzt hier einen kurzen Schnitt gemacht, falls ihr es bemerkt habt. Also ich bin hier nochmal kurz runtergelaufen und habe jetzt eine Sekunde einen Schnitt gemacht, denn da kam gerade jemand in meine Wohnung hinein. Und ja, so kann ich auf jeden Fall nicht aufnehmen. Das ist ja unmöglich. Dann mal... So, hacken geht doch. Irgendwie ist gerade das Hackenzeichen da nicht aufgegangen. Ich konnte es nicht hacken. Aber jetzt geht's doch. Also, dann mal los. Ah, Mann, ich hasse Hacken. Ich kann das nicht. Ich brauche da immer Ewigkeiten dazu. So, da hinten habe ich jetzt noch jemanden gesehen. Okay, der versteckt sich jetzt hinter der Wand, dieser kleine Feigling. Den werden wir schon noch erwischen. Okay, hier noch zwei Splittergranaten, MG-Patronen, alles immer sehr nützliche Sachen. Und Moment mal, da könnten wir doch das Öl hier anzünden. Ah, verdammt. So, plündern und den noch umbringen. Ah, die halten immer so viel aus, das nervt immer richtig. Das ist einfach nicht auszuhalten. Okay, dann mal ab in diese Tür. Eindringling. Nein, 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 ich will kein Eindringling sein. Ich verpiss mich freiwillig. Und mein Mikrofon hat es gerade ein bisschen umgehauen, deswegen muss ich das jetzt kurz richten. Also wenn sich jetzt meine Stimme gerade komisch angehört hat, nicht wundern. Hä? Hier hat doch gerade auf uns jemand irgendwas geschossen. Aber wo ist der denn? Ich versteck mich gar nicht. So, wir nehmen mal die panzerbrechenden Pistolenkugeln, damit wir das... Hä? Die springt da einfach drüber. Du bist meine Puppe.
bezahlt, du Null! Du hast nach Zeit bezahlt? Schön! Der war anscheinend im Puff hier, oder das hier soll ein Puff sein, ich weiß es nicht. Aber wir machen jetzt hier erstmal den Schnitt und sehen uns dann zum nächsten Mal wieder, also bis dann!